Alles rund um Bildung und Ausbildung. Das war der Themenschwerpunkt des zweiten Wirtschaftsforum Harz im November 2016. Nach dem erfolgreichen Start vor einem Jahr in Halberstadt fand die Veranstaltung dieses Mal im Luftfahrtmuseum Wernigerode statt. Der Eigentümer, Clemens Aulich, ist als Präsident des Wirtschaftsclubs Wernigerode einer der Organisatoren des Forums. Er ist von der Wichtigkeit des Themas Bildung überzeugt. Ja, ich finde das toll, dass wir eben zu dieser Diskussion anregen, auch mit ganz aktuellen Themen. Auch mal so ein bisschen ab von den Themen, die gerade so durch die Presse gehen, Migration und US-Wahl. Ich glaube, das sind die Themen, die uns als Unternehmer massiv bewegen und bewegen werden. Und ich denke, das konnten wir ganz gut aufzeigen. Zu den Veranstaltern gehörten weiterhin der Industrieclub Quedlinburg, die Roland-Initiative Halberstadt und die IHK Magdeburg, Geschäftsstelle Wernigerode. Die Wirtschaftsjunioren Harzkreis und der Landkreis Harz wirkten ebenfalls im Vorbereitungsteam mit. Bevor die Veranstaltung jedoch mit zahlreichen Vorträgen losging, hatten die knapp 300 Teilnehmer die Möglichkeit, die foreneigene Messe zu besuchen. Rund 50 Unternehmen stellten sich und ihre Angebote rund um Aus- und Weiterbildung vor. Eines der Unternehmen war die Teutloff Technische Akademie. Hier versucht man über die Einbindung von Tablets in die Ausbildung einen größeren Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen zu schaffen. Eines der Ziele ist dabei die Motivation. Das heißt, der Jugendliche soll motiviert werden, bei der Stange zu bleiben. Es fällt ihm eh schon schwer, im ersten Ausbildungsjahr die Arbeitsschutzschuhe anzuziehen und die Pfeilen anzunehmen und dann loszulegen. Der hat Schwielen an den Händen, den tun die Füße weh, den tut der Rücken weh. Ich muss ihn motivieren. Und das, was wir heute alle in der Tasche haben, diese Teile hier, sprich Smartphone, das ist das, was der Jugendliche hat. Und er hat ein Tablet und findet sich da eigentlich wieder. Andere Unternehmen, wie die Harzer Schmalspurbahnen GmbH, haben mit bewährten Mitteln wie Eignungstests gute Erfahrungen gemacht. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt sicher bei uns Einstellungstests und da kann man das ganz gut sehen, ob der Bewerber geeignet ist oder nicht. Da muss man sich drauf einstellen. Sowas gibt es überall. Aber wie gesagt, zum Glück hatten wir da bisher keine Probleme. Wir konnten soweit immer unsere Ausbildungsstellen, die wir ausgeschrieben haben, auch besetzen. Und da gab es auch immer jemanden, der sich gefunden hat. Nach der Messe starteten aber die Vorträge. In musealem Ambiente führte MDR-Moderatorin Susi Brandt durch den Abend und kündigte hochkarätige Redner wie Professor Gropp, den Präsidenten des Leibniz-Institutes Halle, an. Während er vorrangig über das Thema Nachhaltigkeit sprach, ging es bei Professor Dr. Ziegler vom Institut der Psychologie der Humboldt-Universität Berlin eher um die Messbarkeit von Intelligenz und Können. Pragmatischer war der Ansatz von Martin Skiebe. Der Landrat des Kreises Harz sprach über konkretere Herangehensweisen, um bestehende Probleme zu lösen. Ich denke, die entscheidende Schnittstelle ist die, wie man von der schulischen Ausbildung in eine berufliche Perspektive kommt. Und genau an der Stelle brauchen viele junge Menschen noch mehr Orientierung, damit sie ihre eigenen Talente und Fähigkeiten entwickeln können. Da brauchen wir auch Unterstützung für die Elternhäuser, damit keine Irrwege gegangen werden, sondern dass also auch die hohe Zahl von abgebrochenen Bildungswegen zurückgeht, damit wir eher auch gut ausgebildete Menschen haben, die für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Im Namen des Landkreises durfte sich Martin Skiebe auch über internationalen Besuch freuen. Florian Bouquet, der Präsident der französischen Partnerregion, dem Département Belfort, war ebenfalls erschienen und richtete Grußworte an die Teilnehmer, natürlich unter Zuhilfenahme eines Dolmetschers. Einer der hochrangigsten Gäste war Bildungsminister Marco Tullner. Er stellte sich den interessierten Fragen der Unternehmer, beispielsweise zu Förderprogrammen wie Mobi Pro. Die große Politik auf die Probleme der Unternehmen aufmerksam machen, das ist einer der Hauptgründe, dieses Forum zu veranstalten. Das ist das erklärte Ziel auch der Unternehmer, warum wir das hier organisieren, ist in der Tat, gegenüber der Politik zu artikulieren, um was geht es uns, welche Bedingungen brauchen wir, welche Forderungen haben wir auch. Da ist ja auch einiges in der Diskussion schon gesagt worden. Und ich denke, dass durch die hohe Präsenz von Unternehmern heute, wir haben 250 Unternehmer hier im Raum, auch das nochmal in den persönlichen Gesprächen mit Nachdruck rübergebracht werden wird. Darüber hinaus gibt es natürlich ein weiteres großes Ziel: die bessere Verknüpfung der Wirtschaftsregion Harz auch über Ländergrenzen hinweg.
Ein Thema, an dem konsequent gearbeitet wird. Ja, es gibt ja diese Initiative Ein Harz. Und der Harz besteht natürlich aus 3 Ländern, 5 Landkreisen, 5 verschiedene Kammern. Und wir müssen zusammenkommen. Und hier wächst schon ein Teil zusammen, was zusammengehört. Die Region Harz.